Grüß euch, liebe Studierende. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden heute wieder einen weiteren Wissenshappen verarbeiten. Eine Frage wurde mir geschickt zur Frage einer Kundendatenbank. Müssen betroffene Personen neu informiert werden, wenn sich die Art und Weise, wie ihre Daten gespeichert werden, ändert? Eventuell mit zusätzlichen Informationen, auch wenn der Zweck der Datenverarbeitung der gleiche bleibt. Ich stelle mir das jetzt so vor, nehmen wir an, es gibt eine Änderung, dass ich die Daten nicht wie bisher lokal verarbeite in meinem Server, sondern dass ich auf Microsoft 365 wechsle und damit die Daten auswärts gehostet werden. Ist das besteht eine Verpflichtung, jetzt darüber die Kunden zu informieren? Denken wir uns das gemeinsam durch. Die Informationspflichten sind in Artikel 13 DSGVO geregelt, wenn eben die Daten von Betroffenen stammen. Davon gehe ich jetzt mal aus, wenn ich also Daten in einer Kundendatenbank habe. Und Artikel 13 Absatz 1 und 2 DSGVO sieht vor, dass die Informationspflicht im Zeitpunkt der Erhebung der Daten besteht. Das heißt, das ist vom Zeitpunkt her ganz klar. Ich muss über die Form der Datenverarbeitung im Zeitpunkt der Erhebung, also dann, wenn der Kunde die Daten eingibt, informieren. Eine andere rechtmäßige Form der Datenverarbeitung führt dann zu keiner weiteren Infopflicht mehr. Wenn sich also jetzt Änderungen zum Beispiel bei den Auftragsverarbeitern ergeben, wie ich das schon vorher jetzt das Beispiel gebracht habe. Neue Informationspflichten bestehen dann nur bei Zweckänderungen, da ist das Gesetz auch ganz klar, bei Artikel 13 Absatz 3 DSGVO, das ist geklärt. Oder wenn neue Datenarten aus anderen Quellen dazukommen, weil dann greift der Artikel 14 DSGVO. Also wenn ich Daten bekomme, die mir nicht vom Kunden zur Verfügung gestellt wurden, wenn die also aus anderer Quelle mir zufließen, dann müsste ich über diese Form der Daten, der geänderten Datenverarbeitung auch informieren. Also, ich kann die Frage aus meiner Sicht klar beantworten. Freue mich natürlich über Widerspruch, falls ich mich irre, kann immer sein. Aber laut nach dem klaren Gesetzeswortlaut besteht die Informationspflicht im Zeitpunkt der Erhebung der Daten. Wenn sich die Dinge ändern, aber ich noch immer im gleichen Zweck bleibe, dann löst das keine Infopflichten aus. Und neue Informationspflichten bestehen eben nur bei Zweckänderungen oder neu hinzukommenden Datenarten aus anderen Quellen. Ich hoffe, das ist soweit klar und freue mich auf eure weiteren Fragen.